Mikrofon. So, jetzt aber. Warte, ich habe das Headset falsch mal auf. Das Kabel ist zu kurz. So. Ich rede mit ihm. Oder, ja. Er ist beides irgendwie richtig, ja. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Ich habe schon ein paar gefährliche Wissenschaftler kennengelernt. Ich denke, Sie haben recht. Also viel Glück. Bin gespannt, was er meint. Okay. Ich meine, den habe ich aber eben irgendwo gesehen. Meine ich zumindest. Ich glaube, ich bin hier falsch. Mann, warum ist das so groß hier? Wie ist denn kleiner jetzt auch getan? Korban. Zu Max. Ah nee, doch da. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Okay. Lauf doch schneller. Also das ist etwas, das stört mich wirklich. Kann man nicht auf die Ebenen gucken? Das fände ich irgendwie besser. Wir kommen in den Bezirken. Zum Präsidium. Da komme ich auch her. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer... Ah, ich kann es überspringen. Gar nicht gesehen. Korban? Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Oh, ein Casino gibt's hier. Und ein Nachtclub. Ich werde nie wieder raus ans Tageslicht gehen.
sobald ich hier mich verlaufe. Vorsitzender Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Die Biotiker befanden sich auf einem Frachter und wurden zuletzt im Hades-Gamma-Cluster gesehen. Es wurden bis jetzt noch keine Forderungen gestellt. Ziemlich an rüschige Beleuchtung. Ah, guck mal, hier ist ein Quest. Ich glaube, hier bin ich richtig. Oder so. Ja, Koban, hallo! Bleiben Sie da stehen. Was? Werfen Sie die Daten rüber, dann können Sie gehen. Was? Was stimmt nicht mit dir? Welche Daten? Was für Daten? Wovon reden Sie? Ich bin nicht gekommen, um Spielchen zu spielen. Mensch. Ich werde Sie noch einmal bitten. Geben Sie mir die Daten. Dann können ja Lied und Sie weiterleben. Lassen Sie uns drüber reden. Die Sache muss nicht gleich aus dem Ruder laufen. Gut, wie Sie wollen. Männer? Ja, okay, muss man direkt eskalieren. Aufpassen! Feindgesichte, greifen Ziel an! Ja. Oh, da hat meine Waffe überhitzt. Wilde sind unten. Ich glaube, ich sollte mal über die Teamzusammenstellung nochmal überdenken. Warten Sie! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Bitte töten Sie mich nicht! Wohl nicht. Warum sollte ich Sie nicht auf der Stelle töten? Warum sind Sie bereit, für diese Daten zu sterben? Ich dachte, das wissen Sie. Er sagte, Sie würden sie liefern. Wer hat das gesagt? Und was genau sollte ich denn liefern? Ah, das ist falsche Richtung. Die Initialisierungsdaten vom Scannen der Keeper. Es ist so, wir haben ein paar Daten von der Arbeit gestohlen, um die Scanner zu bauen. Wir sollten eigentlich zusammenarbeiten. Ich sammle die Daten, er analysiert sie. Ich verstehe nicht ganz. Was ist daran so besonders? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Und was ist mit ihm? Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Was? Also wollen Sie nur wieder haben, was Yalit gestohlen hat? Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Aber das ist jetzt egal. Ich möchte am Leben bleiben. Es ist mir egal, ob ich diese Daten jemals wiedersehe. Scannen? Wie sammeln Sie die Daten über die Keeper? Das ist gar nicht so schwierig. Man muss nur nahe an sie heran und dann einen Scan ausführen. Sie scheinen interessiert. Womöglich genug, um mir zu helfen? Na, vielleicht. Mal gucken. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich gebe Ihnen meinen Scanner. Wenn Sie einen Keeper sehen, führen Sie einen Scan aus. Diskret, versteht sich. Für jeden neuen Keeper-Scan führt meine Datenbank ein automatisches Update aus. Und dann führe ich ein Update auf Ihrem Kreditkonto aus. Okay. Ein paar Scans sollten sicher kein größeres Problem darstellen. Sehr gut.
Vielleicht können Sie auch gleich mit Yalit sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Yalit nicht bei der Analyse hilft. Natürlich. Ich werde gleich mit ihm sprechen. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander. Ich weiß ja nicht, was ich kennen soll. Keeper, was soll das sein? Wird heiß. Ach ja, machen wir so. Kann ich das mit dem machen? Nö. Mit dem einen. Hallo, was ist das? Kann ich auch aus den Schüsseln. So, dann müsste ich jetzt eigentlich nochmal zurück. Okay. Gast. Der war unten im Präsidium. Kannst du wirklich nicht laufen? Alle wieder zusammengeflickt. Ich hab irgendwas geschmissen. Es ist was explodiert. So, ich muss zum Präsidium. Zitadelto? Nee, das war falsch. Mann, wie kann das... Warum ist das so kompliziert? Bezirkzugang. Na, das ist doch besser. Damit kann ich schon arbeiten. So, und jetzt muss ich hier runterfahren. Oder ist das der falsche Aufzug? Mann, warum ist hier so viel Kram? Nee, ist zu den Bezirken. Ist komplett falsch. Das heißt komplett falsch, aber... Zitadelle... Botschaften. Ja, da lang muss ich. Und da hinten rein, ja. Ja, jetzt bin ich richtig. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia.
Ah, oh, wie süß. Soldatin Bartia war eine... eine sehr tapfere Frau, die leider im Krieg gefallen ist. Die Opfer einer Studie werden sollte, das wir verhindert haben. Hallo, ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden, kleiner Mann. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Ja. Sie haben mich angelogen, Yalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Hab ich aber nicht. Wir sitzen im einen Boot. Ich werde die Keeper für Korban scannen. Aber Sie müssen aufhören zu streiten. Sie helfen uns? Das ist wirklich sehr freundlich. Wenn Korban die ganze Sache vergessen kann, kann ich das auch. Danke für die Hilfe, Commander. Ich muss jetzt gehen und die Daten analysieren. Das hat er noch nicht mal gemacht. Die einzige Aufgabe, die er machen sollte. Super. Bester Mitarbeiter. Tagebuch. Ja, aber dafür müsste ich ja runter von dem Kaff hier. Wie komme ich denn hier runter? Ich würde gerne zurück auf die Normandie. Guter ist der Keeper. Ganz unauffällig nutze ich jetzt den Scanner. Fällt gar nicht auf. Kannst du mal die Waffe wieder wegpacken? Danke. Nein, nicht wechseln. Andockbucht. Ah, hier komme ich raus. Die Quarianer haben die gesamte Galaxis in Gefahr gebracht, als sie die Geth entkommen ließen. Ich hoffe, dass ihr Volk entsprechend reuevoll ist, Tali. Sind die Turianer reuevoll, weil sie den sterilisierenden Genophage gegen die Kroganer inszeniert haben? Sie gehen davon aus, dass es ein Fehler war, sie zu sterilisieren. Ja. Könnte. Kann auch nicht. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandie ab. Das Schiff gehört jetzt ihm. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Inspektor. Behandeln Sie sie gut, Commander. Was ist los? Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Inspektor ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Und gibt es Neuigkeiten? Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geth suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geth gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Was ist mit den Reapern? Die Reaper sind die wahre Gefahr. Da bin ich mit dem Rat einer Meinung, Shepard. Ich bin mir nicht mal sicher, dass sie existieren. Ja. Aber wenn sie es tun, kann die Röhre sie wieder zurückbringen. Sorgen Sie dafür, dass Saren die Röhre nicht bekommt. Und wir verhindern, dass die Reaper zurückkehren. Okay, Sie können auf mich zählen.
Ich werde ihn aufhalten. Als ob. Es gibt noch eine weitere Stimme. Matriarchin Menesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteana spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Ah, die ist cool. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Ja, okay. Wir fangen dann einfach irgendwo an. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Das könnte passieren. Das ist Ihr Job. Sei einfach der Müllmann. Ich werde vorsichtig sein. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. So, erstmal sagst du, sehr schön. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Bin wieder voll da. Sehr schön. Und ich habe endlich den Weg rausgefunden. Stell es dir vor. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich an Bord meines Schiffes komme. Ich glaube, hier sieht gut aus. Yay! Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Komisches Gefühl. Ich glaube ich auch. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebootet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Kurze Ansprache auf meine Art. Was? Ehrliche Ansage. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Meine Güte, habe ich oft heute Besuch. Verantwortung, denken Sie an Eden Prime. Keine Hilfe zu erwarten. Kein Versteck zu Saren. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Ja, Hase ist noch am Arbeiten. Ich gehe gleich Hase abholen. Ich muss heute dann früher Schluss machen. Es ist heute eh ein komischer Tag. Alles ist drunter und drüber und voll chaotisch und oh. Saren wartet schon auf uns. Unser Feind weiß, dass wir kommen. Wenn wir die Traverse erreichen, werden seine Verbündeten schon auf uns warten. Aber auch wir werden vorbereitet sein. Wir dürfen nicht versagen. Ach, kein Druck. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratsektors. Saren muss aufgehalten werden und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain ist mega. Boah, hier sind so nette Antworten dabei. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Jawohl, Ma'am. Weißt du, da kriegst du von ihm das Schiff und seine Crew steht voll hinter dir, weil er nicht mehr da ist. Und du sagst, der Captain ist mir scheißegal, ich bin jetzt der Boss. Ja, klar, läuft, ne? Alter Falter. Machst du mir denn noch die Karte auf?
irgendwo muss ich das jetzt machen. Türsteuerung. Darf ich nicht? Muss ich jetzt mit meinen Begleitern reden? Kann das sein? Haben die sich denn versteckt? Hier ist einer. Brauchen Sie was, Commander? Ich musste meine Tochter retten. Sie hat eine Ameise im Zimmer gesehen. Oh mein Gott! Wie fürchterlich, eine Ameise. Och, arme kleine Ding. Ich warte auf Input. Taktische Einschätzung. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Und die taktische Einschätzung? Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Okay. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Okay, also er möchte anscheinend nicht mit mir reden. Frag nicht, wie laut die geschrien hat. Oh mein Gott. Wegen einer kleinen Ameise. Weißt du, wenn es eine Spinne gewesen wäre, dann hätte ich ja verstanden. Aber eine kleine Ameise. Och, Herr. Oder waren es mehrere? War es nicht nur eine? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Nee. Ich muss jetzt gehen. Du willst auch nicht wirklich mit mir reden. Wo sind denn die anderen? Da ist er. Wo ist denn sie? Personalhandbuch. Ist das meine Hütte? Erstmal schön aufs Bett latschen. Nee, eine. Aber sie hat... Hassinsekten in der Wohnung. Draußen, okay, aber drin, okay. Okay, ja gut. Jeder hat so seins. Müssen doch noch irgendwo die anderen sein. Ich kann ja nämlich die Karte nicht öffnen. Hier kann ich wieder raus. Commander, etwa noch eine Frage? Ja, komm. Ich muss keine gehen. Ahnung. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Kann ich mal kurz den Helden spielen? Ja, ist auch was Schönes. Muss mir jetzt mal sagen, wo die sich verkrochen haben. Okay, hier hinten ist noch eine Türe. Hallo. Kommunikationslink. Schön. Hat nichts gebracht. Hallo. Wo sind meine ganzen Crewmitglieder? Da war das. Geht's noch weiter runter? Kann das sein? Ich hab's schon wieder vergessen. Ging's runter. So muss sie aber erstmal ins Bett bringen, Buch vorlesen und singen. Oh, Buch vorlesen und singen. Okay, ich muss nur Buch vorlesen. Ja, dann viel Spaß. Hallo. Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Sie wussten das? Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften.
Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. So schlimm ist es nur auch wieder nicht. Beschweren Sie sich nicht. Das stimmt. Es hat seine Vorteile, ein Spectre zu sein. Mein Reden. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. War das Ihr Grund? Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln? Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Das war eine schwere Entscheidung. Ich komme darüber hinweg. Och, ja. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Wie Sie meinen, das hängt davon ab. Das ist gut an. Ja, keine Ahnung. Solange Sie Ihren Job gut machen, können Sie Ihre Angelegenheiten auf Ihre Weise regeln. Danke, Commander. Sehr schön. So, aber ich würde sagen, ich mache jetzt auch Schluss, weil ich muss jetzt nämlich gleich Schluss am Hase abholen. So. Also, vielen lieben Dank, Stirko. Auch an Mitchell vielen lieben Dank. Der war ja vor meiner halbenstündigen Pause da gewesen. Ja. Tut mir leid, dass heute alles so chaotisch ist, aber so sind manchmal Tage, da steckt man manchmal nicht drin. So. Aber vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Bis dann.